Lasst uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, wie es an den Plätzen, wohin Gott bestellt. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn, sicher weiß und merkte, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an den Plätzen, wohin Gott bestellt. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht und Sünde, in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchten auf den Plätzen, wohin Gott bestellt, leuchten auf den Plätzen, wohin Gott bestellt. Wir haben gesungen den Chorus »Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein«. Jeden an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Das meint, jeder von uns hat eine Aufgabe im Leben. Und die sind verschieden. Wir haben eine interessante Geschichte in der Bibel, in Matthäus 26 und auch in Markus 14. Da steht eine Geschichte von einer Frau. Und darüber möchten wir mal heute sprechen. Matthäus und Markus erwähnen nicht mal ihre Namen. Aber Jesus sagte, was sie getan hat, das wird man in der ganzen Welt erzählen. Das ist doch eine Sache. Ja, sicher. Eine Tat und die ganze Welt spricht von ihr. Ja. Und die beiden, Matthäus und Markus, erwähnen nicht mal ihre Namen. Okay, worum geht es hier? Diese Frau, sie hat eine große Tat getan. Und wir möchten darüber sprechen, und es ist mir so groß geworden, was ist unser Christentum? Was ist unser Leben? Warum sind wir auf dieser Welt? Was will der Herr von uns? Ich möchte mal die Geschichte, ich werde sie nicht lesen, aber vielleicht mal nur sagen. Jesus war bei einem Pharisäer im Haus. Warte mal, wie sagt es denn hier? Da er zu Bethanien war, in Simons des Aussätzigen sogar, Aussätzigen Haus, und saß zu Tisch, da kam ein Weib, die sagen, ja, Weib, okay, heute würden wir sagen Frau, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nadenwasser und sie zerbrach das Glas und goss es auf Jesus Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen, was soll doch diese Vergeudung? Man hätte das Wasser um mehr denn 300 Groschen verkauft haben können und es den Armen gegeben. Ja. Oh, wie sie da schauen nach den Armen. Und murrten über sie, meckerten. Kommt dir das bekannt vor? Ja, ja. Ach, ja, sicher. Murrten, meckern? Sie wussten es wieder besser. Immer, jeder weiß es besser. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie ist zuvor gekommen, meinen Leib zu salben zu meinem Begräbnis. Und hier sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Rudi, das ist doch jetzt schon tausende von Jahren her. Ja. Jesus hat gesagt, wo das Evangelium gepredigt wird, da wird man sie erwähnen. Und heute tun wir es doch. Ja, genau. Wir erfüllen praktisch das, was Jesus gesagt hat. Sie hat getan, was sie konnte. Weißt du, Rudi, wie ich das gelesen habe, das ist mir groß geworden, habe ich gedacht, was tue ich? Was will der Herr von uns? Worauf kommt es an? Müssen wir jetzt alle
Missionare sein? Müssen wir alle auf die Straße gehen, Traktate verteilen? Ich denke nicht. Denkst nicht? Nein. Aber wir sollen doch arbeiten, wirken. Ja, das schon, das auf eine Art und Weise schon. Nur nicht so krampfhaft. Genau, das ist es. Nichts krampfhaft tun. Wir waren ja viele Jahre Missionare. Weißt du, Rudi, und ich war so ein bisschen verklemmt in dem Sinne, ich habe auch gedacht, also wir arbeiten doch. Was machen die anderen? Wenn wir dann mal auf Heimaturlaub kamen nach Kanada, Deutschland, da habe ich immer gedacht, die sitzen hier alle rum in der Versammlung, die tun doch gar nichts. Und wir als Missionare, wir arbeiten doch. Aber der Herr hat mich ganz schnell eines Besseren belehrt. Als wir dann von Brasilien nach Deutschland kamen, du, da war die Missionarsarbeit vorbei. Dann kam ich nach Deutschland, da hatte ich 2 Personen zu pflegen. Meine Schwiegereltern. Ja. Und was war jetzt? War das auch ein Dienst? Ist das auch ein Dienst? Es ist auch ein Dienst. Okay. Und da habe ich mich gefragt, was sollen wir tun? Schau mal, die Leute, als wir von Brasilien nach Deutschland kamen, da haben die Leute im Dorf gesagt, ihr braucht gar nicht mehr zurück aufs Missionsfeld gehen, wenn ihr die eigenen Eltern verkommen lässt. Und da habe ich gedacht, das stimmt auch. Und dann sagte mein Mann, okay, du bleibst hier. Er ging dann noch ein bisschen nach Brasilien und hat da weitergearbeitet, aber er kam dann auch. Und darauf kommt es dann doch an. Wir müssen doch das tun, wie wir gesungen haben, dort an dem Platz, wo uns Gott hingestellt hat, genau. Da müssen wir wirken. Und diese Geschichte von der Frau, weißt du, Rudi, ich habe einiges gesehen im Leben, einiges erlebt und darüber möchte ich sagen. Zum Beispiel, als wir in Brasilien waren, da hatten wir eines Tages einen Millionär, der kam auf Besuch von Amerika und der hatte jeden Tag eine frische Rose am, wie sagt man hier, am Revers, nicht? Am Knopfloch da in der Jacke. Jeden Tag. Und dann habe ich ihn angeguckt, dachte, ja, okay. Weißt du, Rudi, und dann habe ich gesehen, der hat sich die Rosen aus Amerika schicken lassen. Da habe ich gerade, ich kam gerade dazu, wie er so eine Box aufgemacht hat. Da waren die Rosen drin, so mit Wasser noch, dass sie frisch bleiben und so weiter, ja. Okay. Und jeden Tag hat er eine frische angesteckt. Dann habe ich gedacht, wie man so denkt, wie wir immer so denken, der hat doch einen Spleen. Was soll denn das? Schau, so denken wir, wie die Jünger. Was soll denn das? Ja. Erstmal hatte er das Recht zu tun, was er wollte. Genau. Er braucht mich nicht fragen. Nein. Und dann habe ich ausgefunden, warum er es getan hat. Gott hatte irgendetwas bei ihm getan im Leben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Und Gott hat ihn so gesegnet. Und daraufhin hat er gesagt, Herr, und ich will von dir zeugen, wo ich gehe und stehe. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, in der Bahn, im Bus, wo ich stehe und gehe, werde ich von dir zeugen. Ja, aber dann dachte er, wie soll er das machen? Er kann doch nicht zu jedem hingehen und sagen, genau. Okay, und dann hat er einen Gedanken gehabt, hat gedacht, ich stecke mir eine frische Rose an und wenn die Leute fragen, oh, was hast du da für eine hübsche Rose und so frisch, dann werde ich ihnen sagen, was du an mir getan hast. Und dann habe ich gedacht, tatsächlich. Ja. Aber weißt du, Rudi, das war auch so ein Mensch. Der ist ja geflogen, wahrscheinlich erster Klasse, aber wie der ausgestiegen ist, da waren alle um ihn herum bekehrt. Ja, ja. Okay, wenn sie auch nicht bekehrt waren, aber sie haben alle von Jesus gehört. Ja. Wie die Frau, alle haben es gewusst. Jetzt er hat einen, vielleicht hat er auch einen Verspruch zum Herrn getan und er hat getan das. Ja. Und das war doch gut. Was muss ich denn... weißt du, wie wir immer sagen, oh, das verstehe ich nicht, warum denn das? Die Jünger, was soll das? Immer gleich meckern und murren. Lass doch die Menschen, sie tun das, was sie können. Und dann habe ich mal ein Zeugnis gehört von einer Frau. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe oder gelesen habe.
Aber das hat zu mir gesprochen und das war ungefähr das, was auch in der Bibel steht. Mhm. Da war eine Frau, die hatte auch etwas erlebt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Hatte sie jetzt Kinder und die Kinder sind gestorben. Sie war traurig und dann ist sie zu Jesus gegangen. Jesus hat sie getröstet, zu ihr gesprochen und so weiter. Und sie wurde so dadurch erbaut. Und schau mal, Rudi, darauf kommt es doch an in unserem Leben. Was machen wir, wenn wir traurig sind? Oder wenn uns etwas passiert, was wir nicht mögen? Sind wir nicht immer gleich so, bah, dann geh doch weg. Oh, und der Herr hat das zugelassen und warum? Und da wird immer erst der Herr angeschuldigt oder beschuldigt, warum dies und das. Und dann ist man böse, bitter und geht weg. Mhm. Nützt das was? Nein. Gar nichts. Weil wer ist das, wer uns Kraft gibt? Okay, die Frau, die hatte, wenn ich mich richtig erinnern kann, die hatte ihre Kinder verloren. Sie ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, Herr, ich hab jetzt keine Kinder mehr, was kann ich tun? Sie war eine reiche Frau, wie die Tsunamitin in der Bibel. Okay, und dann hat sie einen Gedanken gehabt. Und als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, naja, sie hat so zum Herrn gesagt, Herr, bin reich, ich habe so ein großes Haus, ich mache ein Zimmer, werde ich einrichten, nur für dich. Nur für dich. Und jeden Morgen hat sie hat eine Vase da stehen gehabt und jeden Morgen hat sie frische Blumen dort hineingetan und hat gesagt, Herr, das ist für dich. Du hast so viel für mich getan, das ist für dich. Das hat sie jeden Morgen getan. Und Jesus sagte daraufhin zu ihr, ich freue mich darüber. Ja. Rudi, sind wir nicht auch so, wenn wir das jetzt sehen oder hören, sagen wir nicht wie die Jünger, oh, was soll denn das? Ja. Solche, nicht nötig. So, die hat ja einen Spleen, warum? Du, wir sind immer gleich mit Vorurteile. Aber frag dich mal, was tust du für Jesus? Ja. Die Frau hat getan, sie hat es gerne getan. Und vor allen Dingen, Jesus hat sich gefreut. Ja. Ich habe mich gefragt, was tue ich, um Jesus eine Freude zu machen? Ja. Anstatt zu meckern, zu murren, oh, was soll denn das und ich und ich, immer gleich Vorurteile. Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, Herr, was tue ich für dich? Und dann, weißt du, und Rudi, die Antwort kam, aber im Minutentakt. Jesus hat zu mir gesprochen. Und zwar, ich habe zum Herrn gesagt, Heiland, das ist nicht mein Ding, da jeden Tag Blumen hinzustellen, eine Rose anzustecken, das ist nicht mein Ding. Die haben es getan oder die Frau hat es auch getan. Ja. Wunderbar, was sie getan hat, aber das ist nicht mein Ding. Was kann ich für dich tun? Und die Antwort kam und Jesus sagte zu mir, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und daraufhin, ja, das will ich tun, Herr, und was ist es? Und der Herr hat mir auf der Stelle die Antwort gegeben. Und das tue ich auch. Ich habe meinem Mann die Geschichte erzählt und dann sagte er, und, was hat der Herr dir gesagt? Oh ja. Dann habe ich gesagt, das sage ich dir nicht. Das ist zwischen mir und Jesus. Gott, ja. Das ist ein Geheimnis. Aber weißt du, ich tue es gerne, weil ich weiß, ich tue Jesus eine Freude damit. Ja. Weißt du, Rudi, und wenn wir jetzt so mal ein bisschen weiter drüber nachdenken. Die Bibel ist ja geschrieben im Telegrammstil. Rudi, was denkst du, als diese Frau gestorben ist und als sie jetzt in den Himmel kam, denkst du nicht, dass Jesus ihr begegnet ist? Das glaube ich sicher. Gell? Sicher. Dass er gesagt hat, ei, du fromme oder getreue Magd, komm mal herein. Ja. Du hast etwas gemacht. Eine Tat hast du für mich getan. Und jetzt schau mal, ich will dir mal zeigen, was ich für dich tue. Ich habe hier eine Villa, nicht ein Haus. Ja. Ich habe hier eine Villa. Da drin darfst du wohnen. Da darfst du dich freuen. Und da wird es wahrscheinlich auch gut riechen.
Ja. Weil die Salbe, die sie über ihn gegossen hat, war gut. Die andere Frau, die das getan hat mit der Vase, die hat vielleicht eine Villa bekommen, wo Blumen stehen und was weiß ich alles. Und da habe ich mir gedacht, Rudi, was ist die Antwort, die wir alle gerne hören, wenn wir zum Himmel gehen? Ist es nicht, wie es sagt in Matthäus 25, 21, wo Jesus sagt, gehe ein, komm, du Knecht, du Magd, mein Kind, komm, du hast etwas Gutes für mich aufgetan auf der Erde. Mhm. Und hier, das habe ich alles für dich bereitet. Mhm. Das war mir so groß und ich dachte, das will ich machen. Und vielleicht möchte ich auch heute zu einigen sprechen, die vielleicht denken, was kann ich tun? Ich bin so einsam, ich habe nichts, ich bin arm, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Frag Jesus, er wird dir sagen, was du zu tun hast. Man braucht nicht reich sein, um etwas zu tun. Man braucht nicht viel haben. Der Herr gibt einem jeden Einzelnen das, womit er arbeiten kann. Sicher. Jesus wird dir nie etwas sagen, was du nicht tun kannst. Ja, das macht er nicht. Das geht nicht. Jesus könnte zu mir nie sagen, Rudi, jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, gib dem Rudi jeden Monat 1000 Dollar. Mhm. Kann er das sagen? Er könnte sagen, man, du hast die Macht nicht, um das zu tun. Genau, so ist es. Nun, das ist so ein kleiner Spaß. Das, was ich meine, Jesus wird uns nie dummes Zeug reden. Nein, gar nicht. Wollen wir mal realistisch sein. Aber wenn wir etwas tun wollen, aus tiefstem Herzen, es kommt ja auf das Motiv an. Ja. Warum will ich Jesus eine Freude machen? Weil ich ihn liebe. Genau. Und das ist, was die Frau getan hat. Das ist, was wir heute tun können. Und das ist auch, was viele von uns tun können. Wir wollen Jesus eine Freude machen. Und dann heißt es, dann werden wir auch ernten ohne aufhören. Ja. Und dann, wie wir jetzt wieder singen werden, Jesus heißt uns leuchten, jedem an dem Plätzchen, dahin, wohin Gott es stellt. Der Herr segne euch. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, wie es an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht und Sünde, in des Leidens Meer. Selig bin ein Lämpchen, seinen Kreis erhält, leuchten auf den Plätzen, wohin Gott es stellt, leuchten auf den Plätzen, wohin Gott es stellt.